Ich bin der Markus Büchler, ich komme aus dem Landkreis München. Ich bin seit 2018 im Bayerischen Landtag und da zuständig für die Verkehrspolitik von Bündnis 90 Die Grünen. Also ich bin jetzt tatsächlich schon 32 Jahre in der Partei und fühle mich da unverändert wohl. Für mich war das klar, dass nur Bündnis 90 Die Grünen in Frage kommen, weil es diejenigen sind, die sich um die Zukunftsfragen kümmern und um die Rettung des Klimas und der Umwelt kümmern. Also ich glaube, ich bin jemand, der sehr naturverbunden ist, sieht sich so ein bisschen wie als grüner Faden sozusagen so durch mein Leben. Und so bis heute achte ich sehr auf den Klimaschutz. Das betrifft das Essen, ich bin Vegetarier seit 25 Jahren. Das betrifft das Heizen, Heiz mit Holz, soweit es geht. Also ich habe kein Auto, ich habe auch noch nie eins gehabt. Ich fahre von meinem Radl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und auch in die Berg, wo ich wahnsinnig gern wandern gehe. In die Natur fahre ich öffentlich. Ich war zweimal in Fukushima nach der Katastrophe und habe mich mit der Frage der Atomtechnik auseinandergesetzt, den Atomkraftwerken, Atomstrom, was ich als nicht zukunftsfähige Technik erachte. Der Umstieg auf erneuerbare Energien, die das Klima schützen, der ist mir auch sehr, sehr wichtig und ich kann, glaube ich, sagen, da kenne ich mich ja einigermaßen aus. Die Landtagsarbeit, die einen zeitlich sehr stark fordert, ist nicht geeignet, um Sprachkenntnisse zu vertiefen. Insofern bin ich jetzt seit 4 Jahren dabei, meine Sprachkenntnisse verlottern zu lassen. Aber im Prinzip spreche ich einigermaßen Russisch und bin viel in die Länder der ehemaligen Sowjetunion gereist, was natürlich momentan schwierig möglich ist.